is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres. Ich soll verschließen die Offenbarung, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern. Vor Abschluss der Gnadenzeit werden die lebenden Gerechten das Siegel Gottes bekommen. Das Zeichen oder das Siegel Gottes wird im Halten des siebten Tags Sabbats sichtbar, dem Schöpfungsdenkmal des Herrn. Das Mahlzeichen des Tieres ist das Gegenteil davon, das Halten des ersten Wochentages. Sonntagsheiligung ist noch nicht das Zeichen des Tieres und wird es nicht sein, bis das Dekret erlassen wird, das die Menschen zur Anbetung dieses Götzensabbats veranlasst. Die Zeit wird kommen, in der dieser Tag der Prüfstein sein wird, aber diese Zeit ist noch nicht gekommen. Bisher hat noch niemand das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Die Prüfungszeit ist noch nicht gekommen. Es gibt in jeder Kirche wahre Christen, da ist die römisch-katholische Glaubensgemeinschaft keine Ausnahme. Keiner wird verurteilt, bevor er nicht darüber aufgeklärt wurde und die Verpflichtung des vierten Gebotes eingesehen hat. Doch wenn das Dekret erlassen wird, das die Heiligung des falschen Sabbats durchsetzt und der laute Ruf des dritten Engels den Menschen vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes warnt, dann wird eine scharfe Trennungslinie zwischen den Falschen und dem Echten gezogen werden. Dann werden alle, die mit der Übertretung fortfahren, das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Und wenn euch das Licht der Wahrheit vor Augen gestellt wurde, das euch den Sabbat des vierten Gebotes offenbart hat, wenn euch gezeigt wurde, dass es im Wort Gottes keine Grundlage für die Sonntagsheiligung gibt und ihr dennoch am falschen Sabbat festhaltet und euch weigert, den Sabbat zu heiligen, den Gott meinen heiligen Tag genannt hat, dann bekommt ihr das Mahlzeichen des Tieres. Wann wird das sein? Wenn ihr dem Gesetz gehorcht, das euch befiehlt, am Sonntag nicht zu arbeiten und Gott anzubeten, während ihr doch wisst, dass es in der Bibel kein einziges Wort gibt, das darauf hindeutet, dass der Sonntag etwas anderes als ein gewöhnlicher Werktag ist, dann erklärt ihr euch damit einverstanden, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen und die Annahme von Gottes Siegel zu verweigern. Binnen Kurzem wird ein jeder, der ein Kind Gottes ist, sein Siegel aufgedrückt bekommen. Dass es doch auch auf unsere Stirn geprägt würde. Wer kann den Gedanken ertragen, übergangen zu werden, wenn der Engel ausgeht und die Diener Gottes an ihren Stirn zu versiegeln? The Lord is coming. Are